In diesem Video möchte ich nun auf mehr neurologische Details eingehen, insbesondere in Bezug auf das Bewegungssystem. Und damit meine ich nicht im Sinne von Knochen, Muskeln, Sehnen, sondern im Sinne von Gehirn. Hallo, mein Name ist Dr. Philipp Eckhardt. Ich bin Inhaber einer Praxis für funktionelle Medizin auf der Basis der funktionellen Neurologie und ich bin auch Gründer und Leiter der Neurolog-Akademie, der Akademie für funktionelle Neurologie. Wenn ihr Interesse habt an dem Thema Gesundheit und Gehirn, seid ihr bei mir goldrichtig. Ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren und wir werden euch auf dem Laufenden halten. So, wir sprechen in unserer kleinen Serie über Schmerz, insbesondere im Bereich der Wirbelsäule. Wir haben schon die Regionen besprochen und verschiedene Aspekte besprochen. Jetzt wollen wir etwas mehr auf die Neurologie eingehen. Und damit das verständlicher wird, werde ich hier etwas an diese wunderbare Tafel zeichnen. Also, das Gehirn steuert die Bewegung des Körpers. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig, zumindest wenn ich meine Patienten frage, sage, wer ist denn verantwortlich für die Steuerung ihres Muskels im Rücken, sagen die meisten, ja, das Gehirn ist wohl verantwortlich oder das Nervensystem. Also haben wir hier das Gehirn und wir haben das Rückenmark und wir haben hier einen Nerv und ich bleibe jetzt hier mal bei einem Muskel, den wir hier haben. So, und jetzt haben wir zwei wesentliche Funktionssysteme. Das eine ist das sensorische System, was Informationen aufnimmt im Körper und hier hochleitet in den sogenannten sensorischen Kortex, der dafür verantwortlich ist, zu verstehen, was im Körper gerade mechanisch vor sich geht, wo befindet sich, in welcher Position gerade mein Körper im Raum zum Beispiel. So, das ist ein wichtiger Bereich und ihr könnt etwas ganz Einfaches probieren und vielleicht habt ihr das auch in der Vergangenheit schon festgestellt, ein Massagegerät mal nehmen, ein kleines Handmassagegerät reicht aus, eine Bewegung der Wirbelsäule machen, die euch schmerzt, die nicht so gut geht, für 5 bis 10, manchmal vielleicht auch 15 Sekunden das Massagegerät an die Stelle halten und hinterher die gleiche Bewegung wieder durchführen. Besser geworden? Dann könnt ihr das gleich therapeutisch nutzen. Bewegen, stimulieren, bewegen, stimulieren. Das wird hier das sensorische System anschalten. So, das, was wir gerne assoziieren mit Massage, ist irgendwie lokale Lockerung und Durchblutung. Das, was wir neurologisch assoziieren, ist Anschalten des sensorischen Systems und Vibration ist eine sehr einfache und auch zum Teil sehr effektive Maßnahme, das mechanische Nervensystem anzuknipsen. So, das ist eine gewisse Voraussetzung für eine gute Bewegung, nicht nur, weil ich diese Sensorik dringend brauche, damit ich mich überhaupt bewegen kann, aber ich brauche die Sensorik, damit ich mich gut bewegen kann. So, dann haben wir natürlich den zweiten Ast und das ist die Motorik und typischerweise, auch in den Lehrbüchern, haben wir dann hier den motorischen Bereich des Gehirns, der dann wiederum Signale nach unten sendet und hier zum Muskel schickt. Dieses System ist aber nicht alleine unterwegs. Das ist eine Vereinfachung und hier laufen sehr viele Leitungen, die letztendlich die Motorik sehr genau steuern und auch modulieren, sodass sie genau passt. Was ist wichtig? Drei Sachen möchte ich hier erwähnen, die wichtig sind. Das Auge nimmt Informationen aus der Umwelt auf, um die Motorik oder die Bewegung in die richtige Richtung zu steuern. Das Gleichgewichtsorgan, so male ich mal mit den Bogengängen etwas so hin, falls man das erkennen kann, sendet Signale über meine Stabilität und über meine aufrechte Position, dass ich die auch halten kann. Die sendet auch Signale hier ins motorische System. Alles natürlich vereinfacht dargestellt. Und was wir noch haben, was gerne vergessen wird, die Füße. Die einzigen Bereiche des Körpers, die direkte Verbindung quasi zur Umwelt haben, direkte Kontaktverbindung, wenn ich gehe. So, und hier haben wir ganz viele Druckrezeptoren zum Beispiel, nicht nur in der Fußsohle, sondern auch in den Fußgelenken, die letztendlich auch Einfluss nehmen über direkte oder auch über indirekte Wege zur Bewegung. Gibt sowas wie Bewegungsreflexe. Wenn ich auf bestimmten Bereichen meines Fußes stehe, wird automatisch eher ein Streck- oder Beugereflex aktiviert und dieses Muster wird dann an den Muskel weitergeben, dass er sich richtig verhält. Wir werden euch in einem der nächsten Videos zeigen, wie man ganz einfach hier den Fuß mal mobilisieren kann, bewegen kann. Und dann könnt ihr gucken, ob sich die Bewegung im Fuß auswirkt auf die Bewegung in eurem Rücken. Und das könnt ihr dann wiederum auch durchaus als Selbsthilfe nutzen.